Bereite einen Brei aus dem Zinnober, dem getrockneten, zerstoßenen Lotus und dem Tran der Salzarele und bilde daraus eine Kugel, welche du in die Haut der Kröte hüllst, wobei deren Warzen nach innen zeigen sollen. Lege dies Beutelchen nun in ein Heptagramm, das du unter dem Lichte von Kor gezeichnet hast, und lass es dort für 3 Nächte, so Kor über dem Horizont steht. Stachel der Maraske musst du vorsichtig ausblasen und nur in einen einzelnen Tropfen das heiße Vitriol leeren. Lasse das brodelnde Gebräu ein wenig kühlen und füge das Beutelchen hinzu. Wenn jetzt das Vitriol in bläulichem Lichte erglüht, so ist dein Werk fast getan. Hitze es noch einmal auf, bis das ganze Beutelchen gelöst ist, und fülle nun alles um in ihre Torte. Was du nun hier destilliert hast, ist klar und ohne Geschmack und Geruch und macht jeden tot, der es nimmt, im nächsten Jahr. Eridonius Melenaa, die Macht der Elemente, Zorgan, 700 Bosporans Fall, das Rezept für den Popoblitz. Wir befinden uns in einer sternlosen Nacht in Al-Anfa, Travia, irgendwo auf dem Deck der mondsilbernen Drachentöter. Hey, der macht es. Was? Was? Wach auf. Es ist soweit. Ich bin ja wach. Wofür? Was ist soweit? Wir werden Horun, dem Giftfürsten, einen winzig kleinen Besuch abstatten und ein paar unbequeme Fragen stellen. Stimmt, scheiße, ich dachte schon, dass wir in Vergessenheit geraten. Und die Ereignisse haben sich überschlagen. So, steigen wir jetzt bei dem in die Villa ein? Idealerweise. Ich habe uns einen ortskundigen Führer besorgt. Also der Plan steht schon. Grob. Wir werden uns erst einmal mit ihm treffen. Dann schauen wir, ob wir einer seiner Wachen alleine erwischen können und aus ihr herausbekommen, wie es im Inneren aussieht. Dann versuchen wir, in seine Bücher zu kommen. Also, Hälfte Plan, Hälfte Improvisation. So wie ich verstehe. Wenn die Sache schief geht, dann müssen wir halt stiften gehen. Gut, dann lass mich das Nötigste mitnehmen und dann bin ich bereit. Ja, dann packe ich noch ein, zwei Sachen ein. Ich bin gerade aus der Hängematte geweckt worden, stehe auf und zünde mir eine Zigarre an. Ich bin soweit. Hervorragend. Da die Gefahr der nach uns suchenden Basaltforst ja mittlerweile gebannt ist, aber draußen immer noch die von Rafim aufgespürten marodierenden Straßenbanden herumlungern, denke ich, dass wir vermutlich erst ein Stück mit dem Boot fahren, was wir gerade zu Wasser lassen, und dann irgendwo im Tempelviertel an Land gehen. Und von da aus den Rest des Weges machen. Ja, auf undurchsichtigem Wege, geschützt durch Fex, könnt ihr den Weg von eurem Boot über den Hafen anlanden und euch dann dort in die Gassen schlagen. Über Saltforst hat wohl nichts gewittert. Und, hier geht es entlang. Nein, warte, nicht hier durch. Die Straße ist gefährlich. Wir müssen außen rum. Vom Hafen her aus hätte ich den direkten Weg gewusst, aber die Wege hier... Und der direkte Weg ist auch der beobachtete. Ich hoffe, du weißt, wo das lang geht. Hier kenne ich mich noch aus. Im Villenviertel selber reicht es nicht mehr so. Aber zum Glück gibt es da auch nicht so viele Wege. Gut, der Treffpunkt müsste irgendwo hier sein. Dann platzieren wir uns am verabredeten Punkt. Oder zumindest an dem, wo ich denke, dass der verabredete Punkt ist. Und warten auf den dritten Mann. Währenddessen nehme ich mir ein wenig Zeit. Ich nehme an, wir müssen eine Weile warten. Ich nehme mir ein paar Minuten und präpariere die Fleischstücke, die ich gekauft habe, mit Schlafgift. Die sind eine Dosis für beide. Ja, das kannst du gerne tun. Währenddessen kannst du den glühenden Stängel der Zigarre von Diamantas noch erkennen. Und natürlich das geschäftige Treiben weit entfernt im Hafen. Natürlich allein fast zu jeder Tag- und Nachtzeit. Lebt nur an dieser Stelle. Man kann noch entfernt den Hafen und auch natürlich den Bazar hören, der wohl etwas im Norden von euch liegt, die Perlenmärkte. In der Nähe soll auch der Boron-Tempel sein. Blickst du mal zu dem Gebäude, das Elfenhaus, laut den Gassenkundigen, die du verständigt hattest. Irgendwo vor dem Elfenhaus solltest du dich mit ihm treffen. Exarius, die heißen wohl alle so. Vielleicht hat er auch einen richtigen Namen, aber Agenten des Herrn der Nacht. Hört ihr, das ist es.
Ich bewege mich in die Ecke, mache mehr schlecht als recht, versuche ich einen Falkenschrei nachzumachen. Das ist ein körperliches Talent, nicht wahr? Irgendwie mit dir. Ja, genau. Ich habe es noch nicht eingetragen. Ich verlasse nur 3W20. Aber du hast es? Ich habe es gesteigert auf 3. Das reicht nicht. Es ist ein seltsames Krächzen. Das eher, halt die Schnauze, du Arsch! Entschuldigung! Irgendwo über dir fliegt ein Nachttopf durch Gegend. Verdammt nochmal, kommt einfach raus! Tippt ihr von hinten auf die Schulter? Ja! Ihr habt nach mir gerufen? Oh, meinen Achtheiligen, ihr seid leise! Natürlich. Verzeiht. Ihr Mann, ihr seid Vaxarius? Wenn ihr wollt, könnt ihr mich so nennen. Ihr seid ziemlich laut. Nun, nicht jeder von uns steht so in den Günsten eures Herrn wie ihr scheinbar. Ich blicke dabei Diamantes an, dessen Stängel hier immer noch glimmt. Man hat euch über den grundlegenden Natur des Auftrags informiert? Natürlich. Dort geht es lang. Hervorragend. Nun, ich beobachte dieses Haus schon eine Weile. Es sind etwa 15 Wachen. Ich denke so, vielleicht ein Dutzend Bedienstete und 3 Auswärtige, nennen wir es mal so. Außer Handelspartner vermutlich. Ihr konntet sie nicht zufällig identifizieren? Irgendjemand, den man kennen sollte? Ich sah nur ihre Umrisse. Nach ihrer Kleidung? Ich vermute Arania. So. Nun, hoffentlich werden all diese Leute den Schlaf der Gerechten schlafen, während wir unserem Handwerk nachgehen. Wir werden sehen. Wie vielen Wachen können wir bei Nacht rechnen? Nur die Hälfte, vermutlich. Hälfte sogar. Mehr als ich erwartet hatte. Nun gut, das Anwesen ist groß, es wird hoffentlich hinhauen. Wie wollt ihr euch nennen? Wie darf ich euch ansprechen? Nennt mich den Perldrachen. Er schmunzelt ein wenig. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich bin einfach der Mann mit der Waffe. Gut, der Mann mit der Waffe. Wird dir vielleicht eure Zigarre ausmachen? Ja, hier schon. Wir sind auch noch weit weg vom eigentlichen Ziel. Wir wissen nie, wer uns beobachtet. Die Stadt hat viele Augen. Ja, gut, es schadet um, aber ich will deswegen nicht die Operation gefährden. So schnipp ich dann die halb angefangene Zigarre. Die nächstbeste Gasse. Wir stehen dann so. Hier ist ein wenig Gebüsch. Ich denke, wir lungern hier gerade herum. Wir zeigen euch hier. Uns mal dahin. Und ich blicke die Klippe hinter dem Haus hinauf. Was denkt ihr, Diamantes? Was denkt ihr, Vaxarius? Zum einen, könnte man vielleicht sich von der Klippe aus hinablassen? Wäre dies weniger erwartet? Zum anderen, was denkt ihr, könntet ihr... Ich denke, es gibt keinen einfachen Weg. Der unbeobachtete Weg wahrscheinlich von einer Nachbarvilla aus. Ja... Wer lebt hier zwischen Ihnen und dem... Da drüben ist das Elfenhaus, nicht wahr? Wir überqueren dort die Mauer, schleichen uns ein wenig an der Trennwand entlang und von dort aus sollten wir auf das Dach der Villa gelangen. Dieser Plan ist so gut wie der andere. Wir wollen einmal schauen. Schauen wir uns demnächst um. Blicke mich zu Diamantes um. Wollt ihr uns Deckung geben oder kommt ihr mit? Moment. Ihr von mir erwartet zu schießen, dann wird das ziemlich laut und Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Richtig, das wollen wir natürlich vermeiden. Und schießen könnt ihr genauso gut von drinnen noch, oder? Kann ich, aber ist erstmal geschossen, dann ist unsere Deckung aufgeflogen. Merkt euch das. Ja. Ach, eine Sache noch. Sollten wir zerstreut werden, wir sammeln uns bei der Garnison des Bundeskorps, ja? Wie ihr das wünscht. Nun, schließlich werde ich euch hinterher noch den Rest eurer Entlohnung geben müssen. Habt keine Sorge. Die bekommen wir.
besten hinter der Garnison. Der Hafen ist, der Kriegshafen ist nachts ziemlich gut bewacht. Ja, es sollte, sehen, wenn wir da reinschleichen. Es sollte dort eine Mauer geben zwischen dem Villenviertel und der. Dann kann man sich verbergen. Na gut, dann erst einmal los und hoffen wir, dass die Elfen nicht allzu sehr auf Eindringlinge gefasst sind. Wenn wir noch mit lang stehen, leben dort überhaupt nur Elfen? Egal, lasst uns gehen. Lasst mich vorgehen, vielleicht. Ja, gewohnt wäre, ja, dann angefangen zu laufen. Besinnt sich dann tatsächlich ausnahmsweise mal eines besseren, also eines guten Ratschlags und lässt Vexarius vorgehen. Wollt ihr das Gebäude einfach betreten oder überklettern? Ich denke hier über die Mauer. Genau, und dann an der Rückseite der Mauer lang und dann über die andere Mauer auf das Grundstück selber. Also, wahrscheinlich erstmal. Also hier befinden sich Wachen von Horun. Okay, die stehen dann, da wie immer, wie eh und je. Dann hier. Okay, wenn wir in der ganzen Straße keinen guten Punkt finden, dann modeln wir um und gehen doch über die Klippe. Also du kannst hier hinten kannst du rübergehen, ja. Das lasse ich zu. Aber hier direkt daneben, nein. Okay. Okay. Sei denn du schaffst die Versteckenprobe. Ich nehme an, wir stehen gerade noch dann hier an der Ecke und Vexarius sieht sich um und kommt dann erstmal wieder. Und was denkt ihr? Wir sollten dort hinten einsteigen. Die Bäume geben uns eine gute Deckung. Wir müssen immer durch das gesamte Elfenhaus. Nun, ich hoffe, sie schlafen oder. Diese Elfen interessieren sie nicht für die Geschäfte in anderen Farben. Sie wollen nur in Ruhe gelassen werden. Kann man sie bestechen? Nur für den Fall der Fälle? Ich wüsste nicht, was sie ihnen anbieten könntet. Geld interessiert sie nicht. Rayomiro, kannst du mal auf Gassenwissen würfeln? Sekunde. Also die Elfen sind hoffnungslos Badock. Du kennst halt diesen Begriff, viele Elfen hast du halt noch nicht getroffen. Die einzigen Elfen, die du halt getroffen hast, sind halt diese von hier. Und man spricht wohl von Badock. Die sind hoffnungslos Badock, die nehmen kein Geld, aber die sind schon sehr vermenschlicht. Hoffen wir, dass sie schlafen. Lass uns langsam und vorsichtig. Nun ja. Eindringen. Gut. Hier zuerst, wir kommen nach, wenn die Luft rein ist. Gut. Bring Geld. Sobald wir über der Mauer sind, unterhalten wir uns nur noch auf Attack. Natürlich. Ich schaue mir die anderen nochmal an, ob die irgendwelche klappernden Teile oder blinkenden Gegenstände haben. Ich hoffe nicht. Bialan hat eine eiserne Hand. Die blinkt natürlich nicht übermäßig. Vermutlich hat er einen Handschuh an. Kohlestaub oder sowas gerieben. Geht ja ich auch. Denke, ich habe einfach einen Handschuh drüber gezogen. Also du hast deine Rüstung nicht an. Nee. Es bringt doch. Doch. Nein. Ich habe einfach nur das übliche Kompliment an einen Punkt eines generierender Kleidung. Dicke Kleidung. Gut, dann schleiche ich nach vorne. Schau mich nochmal um. Links und rechts. Und lass mich dann, mach einen Hechtsprung in die Mauer, ziemlich hoch und gleite über die Mauer und lass mich erstmal auf die Mauer runter und guck mich nochmal im Garten um. Sobald er springt, folgen wir beide dann schon mal der Gasse nach. 7 Punkte, das reicht. Oder kommst du jetzt mal das hoch? Das ist nicht gut, aber es reicht. Wenn du oben stehst, kannst du sehen, wie unter dir wohl ein wilder Garten angelegt ist und du siehst, wie da wohl 3 nackte Menschen stehen, ein sehr kurz geratener und Männlein, Weiblein, sodass sie da zu dritt nackt stehen und vor ihnen ein Elf, der wohl gerade zeichnet. Ich winke auf Attack, ziehen runter. Nicht hier. Und lasst mich wieder auf die Straße heruntergleiten. Wir müssen wohl einen längeren Umweg in Kauf nehmen. Wir müssen dort hinten lang. Sollten wir nicht vielleicht doch versuchen, von der die Klippe hinabzuklettern? Die Klippe wird genauso gut bewacht wie das Tor vorne. Die Elfen sind vor allem scharf, nur Wahnsinnige trauen sich dort runter zu klettern. Gut, dann folgt mir einfach. Würfel mal eine Sich-Versteckenprobe, Ramiro.
beziehungsweise Phaxarius. Und das ist natürlich eine konträre Probe, aber 20 oder 13 schaffe ich wohl. Boah, nicht mit der Dunkelheit. Wie ist eigentlich die Mondsituation gerade? Ich habe völlig vergessen zu fragen. Ja, aktuell ist es sehr dunkel. Okay. Ich schleiche mir hinten an dem gesamten, an der Mauer lang, an dem Tor, guck mal um die Ecke, ob da doch, wenn eine Wache steht, wahrscheinlich nicht mehr helfen. Nein, Wachen nicht. Also das Tor ist auch nicht richtig zugemacht. Das ist halt angelehnt mit so einem Lederriemen drumherum gelegt. Den kann man einfach lösen und das Tor aufziehen. Ist aber auch Efeu überwuchert. Und aus dem, du kannst dann vor dir auch so einen kleinen Gartensee sehen. Da stehen dann wohl auch zwei, drei Elfen, die sich da wohl leise unterhalten. Aber du könntest dich dann weiter nach oben ziehen. Dann zumindest... ist dann das nächste Gebäude ran und du könntest dich dann da hochziehen. Genau. Und von da aus aufs Dach ziehen und dann langsam erstmal spähen, genau. Mhm. Sinnesschärfe oder? Ja, genau. Dann kannst du mir mal eine Sinnesschärfe geben. Da hast du auch erstmal genug Zeit, die Situation abzuschätzen. Sehe ich im hinteren Gartenbereich etwas? Ich zeig dir mal die Position. Da zurzeit nicht. Also es gibt so, wie gesagt, eine ganze Menge Elfen, die dir auffallen. Auch zu dieser späten Tageszeit sind die wohl noch wach. Ob sie wirklich Schlaf brauchen, weißt du nicht. Man munkelt, Elfen schlafen nie. Zumindest in der Landfahrt sagt man das. Das sind sowieso Feenwesen und kommen aus einer anderen Dimension. Aber da hinten nicht, nein. Dann winke ich mal den anderen zu, dass sie mir aufs Dach folgen sollen. Wir folgen dann der Gasse nach, auch an dem Tor vorbei. Mhm. Und hinter ihm das Dach hoch. Das ist eine einfache Kletternprobe. Ist jetzt auch nicht sonderlich erschwert, weil ihr das Dach benutzt. Ja, ich denke, ich gebe dir Amantis irgendwie eine Räuberleiter und er zieht mich dann hoch. Ja, oder ich gebe dir eine. Oder so rum ist es, kommt nicht drauf an. Wer jetzt hier, wem ja, eine. Davon aus, ich bin der bessere Kletterer. Bist du tatsächlich? Vor allem, da ich ja nur eine Hand habe und die erschweren es nicht angerechnet haben. Natürlich, daran liegt's. Ja, so könnt ihr euch nach oben ziehen und dann ebenso hinter Phaxarius hinterher spähen. Ihr seht natürlich auch die Elfen, die dort mit ihren merkwürdigen Begebenheiten... ja gut, Jalan, du hast natürlich schon den ein oder anderen Elfen mehr gesehen als die anderen Fahner. Das ist ungewöhnlich. Die Elfe, die am See steht, hat wohl ein Stück Leder in der Hand, was immer noch blutig ist und kirschnet da wohl gerade ein bisschen herum. Absolut Paddock. Verbringe einen Moment lang damit, mich zu wundern. Konzentriere mich aber dann darauf, dass da sowieso niemand weiß, was Elfen warum tun. Ich zeige mal auf die Mauer und gib mal ein Attackzeichen. Schleichen auf der Mauer lang. Gleiten, nicht schleichen. Ein tiefste Gangart. Dann gebt mir eine sich verstecken Probe. Oh, das Schleichen. Machen wir Schleichen. Schleichen. Machen wir die ganzen Sachen mal ab. 3 Punkte. Da würfel ich tatsächlich mal gegen. Das lohnt sich. Schwert in Dunkelheit. Schleichen. Nein. Sinnschärfe. Ja, genau. Sinnschärfe hören. Das hat mit Dunkelheit nicht so viel zu tun. Ja, als ihr dann über die Mauer entlang kriecht und euch dann auf der anderen Seite nach unten lasst, könnt noch mal den ein oder anderen Meter weitermachen und verschwindet dann in dem dichten Blätterwald. Hier sind unglaublich viele verschiedene Pflanzen, Blüten, als ob der nicht nur der Dschungel hier wuchert, irgendwelche Edelhölzer, die aus der Erde sprießen, sondern teilweise auch Sachen aus Weiden, aus Tobrien, Sachen, die hier eigentlich gar nicht herkommen, aber sie wachsen hier trotzdem. Wolltest du dein Glück ausgeben? Ja, habe ich auch gemacht. Meine 20 mal gewürfelt, damit habe ich 8 mehr. Dann habe ich nur noch einen Schicksalspunkt wie alle anderen. 8 Punkte mehr? Insgesamt habe ich 8 Punkte. Okay. Dann bleibt ihr weiterhin unbemerkt und ihr könnt wohl erkennen, wenn ihr euch dann unten runtergelassen habt, in den Gebüschen verharrt, neben irgendeinem klebrigen blauen Busch, wie eine Elfe an euch Lust wandelt in einem silbernen Gewandungs, in einem silbernen Kleid, was wohl ebenso wie die
Migrantenklamotten weniger verbirgt und könnt tatsächlich ihre Brustwarzen erkennen, wenn sie da in der Dunkelheit an euch vorbeistreift. Und sieht so ein bisschen aus, als ob das Mondsilber wäre, was da eingewebt wäre. Unglaublich teuer. Ich gebe mal die Attackzeichen von Baum zu Baum. Folgt mir. Und würde mal zum ersten nächsten Baum, ich hoffe, er ist nicht weiter als 2-3 Meter entfernt, huschen. Ja, hier sind auf alle Fälle eine ganze Menge an Bäumen, Büschen, also die spielen euch in die Karten. Aber ich brauche mal eine Fingerfertigkeitsprobe von euch, damit ihr da nicht an den Dornen hängen bleibt, falls da irgendwas nach euch greift oder irgendwelche giftigen Blüten. Ja. Ja, dann bist du ein bisschen dran gewöhnt, schiebst das erstmal alles mit deinem metallenen Handschuh beiseite und als dann ein besonders dicker Busch, der so ein bisschen widerspenstig ist, musst du tatsächlich mit der zweiten Hand nachgreifen und tatsächlich 1W6 Schadenspunkte für euch beide. 1W6? Ja. Damn. Gegen Rüstung? TP. Okay. Hätte ich doch mal meine Rüstung angezogen. Also den einen Punkt kannst du auch da abziehen. Okay. Dicke Handschuhe. Na, wie viel habe ich eigentlich hier? Die Hälfte von 5 sind 4. Was? Wieso die Hälfte von 5? Nicht die Hälfte, sorry, nein. Minus 1, ja. Ja, alles gut. Okay. Nein, ich habe nicht 347 Lebenspunkte. Lass mich. Ah, Hilfe. Jetzt. 3, 6. Ja. Ihr könnt euch so durch das Elfenhaus schleichen. Ihr kommt auf der Rückseite noch erkennen, wie da wohl ein großer Name angebracht ist: Villa Kugris. Wieso auch immer. Und seht verschiedene andere merkwürdige Elfen bei merkwürdigen Dingen, die sie tun. Teilweise Puppen schnitzen, auf Seidenstickereien malen, Stoffe drucken, weitere Kirschner könnt ihr erkennen oder auch Musiker, die allerdings keine Elfenlieder singen und klatschen, sondern trommeln. Es wirkt so ein bisschen novadisch auf euch, also sie sind hoffnungslos, Badok. Bis ihr dann auf der anderen Seite des Elfenhauses oder der Villa Kugris angekommen seid und dann vor der dicken Wand, der dicken Mauer zu dem Anwesen von Hurun steht. Man heißt auf Attack hinauf. Wie hoch ist das auf der anderen Seite? Hier ist ein Gebäude. Wie hoch ist das? Das Gebäude, ich würde sagen 2 Stockwerke, also 6 Meter. Okay. So, grobe Einschätzung, wie käme man da am besten hoch? Ist die Mauer irgendwie, sind das Wackersteine? Könnte man darin hochklettern? Ist sie gewischt, dass man helfen könnte? Oder müsste man irgendwie die Klippe verwenden? Du kannst auch mit der Klippe klettern. Also ich würde sagen, mit der Klippe ist es eine -3, mit dem Gebüsch auch. Sagen wir eine -2, eine +2 auf die Kletternprobe, weil es halt keine Blankowand ist. Okay, weil 2 Stockwerke machst du halt nicht mit einem Hechtsprung. Nein, das auf keinen Fall. Hast du ja schönes eingetragen, das reicht. Ich würde dann mein Seil runterlassen als Hilfe. Ah ja, dein Seil. Ich wollte gerade sagen, wir bauen jetzt hier eine komplizierte Räuberleiter auf, die sich selbst hochzieht. Ich würde dann eine Seilfeld und einen Schornstein fürs Maul auf. Ja, -3. Also +2, -3 sind -1. Ich würfle einfach mal und wir sehen, ob wir dann die Erleichterung brauchen. Na, das geht. Ja, wobei, das Seil gibt mir vermutlich weniger Erleichterung, weil ich mich nicht gut dran festhalten kann, aber es reicht so oder so. Also, okay. Und das reicht auch. Wahrscheinlich zählt das mit Seil dann nicht mehr als Freiklettern, aber reicht auf jeden Fall. Ja, und so könnt ihr auf das Anwesen der Horuns blicken. Das Seil dann wieder losmachen und wieder einstecken. Ja, wie bereits geschrieben, ihr könnt erkennen, dass es im Erdgeschoss wohl mehrere Wachen gibt, sowohl die Leute, die vorne im Innenhof stehen, als auch die Leute, die dann hinten auf der Veranda stehen. Da könnt ihr eine Wache erkennen und einen Hund, der dort schläfrig liegt. Und auf der vorderen Seite könnt ihr 4 Wachen erkennen und einen Hund, der angeleint ist, nicht schläft, aber angeleint. Okay, was genau tut dieser Wachmann hinten? Er steht und raucht. Okay, dann auf Attack. Wir sollten uns die Wache greifen. Vermutlich irgendwie Wache greifen, Fragezeichen, der Vorschlag als Als der Suffix hinten dran. Wenn ich so fetter Attack, viele Füllwörter oder Satzzeichen. Könnt ihr das? Rückfrage? Leise? Ohne Geräusche?
Mach eine flache Hand und wiege sie nach links und nach rechts. Dann zeige ich hier um den Dachfürsten lang, im Schatten des Dachfürsten. Dort lang? Fragezeichen. Ich zucke mit den Schultern, nicke dann. Wir sehen es doch erstmal an. Eine Warnung, bevor du jetzt ins Weitere die Karte ziehst. Du hast automatisches Aufdecken auf, ist das richtig? Ja, warum nicht? Ich wollte nur gesagt haben, nicht, dass das noch irgendeine Standardeinstellung ist, müssen wir jetzt versehentlich die ganze Karte aufdecken. Nee, keine Sorge, da sind Wände drin. Wir bewegen uns dann erstmal leise ein wenig über die Dachmitte. Also wir starten auch da, wo wir gerade sind. Hier sind wir über die Mauer gekommen, oder? Also ihr wollt dann direkt auf das Gebäude weiter hochklettern? Genau. Ich dachte, wir sind schon auf dem zweiten und ganz oben angekommen, auf dem Dach, habe ich schon gedacht. Ja, wenn ihr möchtet, dann könnt ihr das natürlich auch machen. Wenn ihr da stehen, dann steht ihr oben auf dem Dach. Wenn wir da stehen, überprüfe ich mal die Dachschindeln. Könnte man die von außen abdecken? Um dann ins OG reinzukommen? Müsste. Es ist ein bisschen Arbeit. Die sind natürlich auch dicht, damit der Regen, der dann noch natürlich jeden Tag fällt, dann nicht durchkommt. Also wahrscheinlich irgendwie Bambus noch zugelegt. Das ist möglich, aber das ist vielleicht gar nicht so leise. Ich gucke mich mal nach einer Dachluke um, eher. Oder einem Oberlicht. Ein Oberlicht würde ich zulassen, ja. Wo wollt ihr denn rein? Zeig doch mal. Das überlegen wir gerade noch. Gemacht. Genau, also ihr habt verschiedene Dachlichter. Hier ist eins, da ist eins, hier unten ist eins. Hier ist noch ein ziemlich großes und hier sind auch zwei Stück.